Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zur Formel 1. Heute mit dem Qualifying in Ungarn und natürlich auch dem Rennen. Wir sind jetzt unterwegs mit etwas weniger Topspeed als Sergio Perez anscheinend. Hoffentlich haben wir dann, was die Kurvengeschwindigkeit angeht, einen kleinen Vorteil. Und Lewis Hamilton, der könnte hier jetzt ordentlich nochmal wieder sich wegkämpfen von Ferrari, die ja anscheinend auch im Spiel ordentlich einen Jet Engine haben. Oh, ich bin in den Top 10. Oh, nein! Nicht gut. Gar nicht gut. P8 aber am Ende noch. Also trotz dieses Riesenschnitzers P8. Nice one. Das ist mal eine Strecke, auf der Red Bull tatsächlich mal eine Chance hat gegen Ferrari. Fast. Und wo wir leider ein bisschen hinten abstinken. P7, P8. Hätte ich diesen Schnitzer nicht gemacht, hätte ich sogar eventuell Sergio Perez besiegen können. So sind wir 2000stel vor Lando Norris. In der WM sind wir aktuell vor Sergio Perez. Mit ein bisschen Glück natürlich. 7 Pünktchen Vorsprung, 94 auf dem Konto insgesamt. 49 Punkte Vorsprung zu Red Bull, hoffentlich bleibt das so. Wir gucken nochmal ganz kurz auf die Upgrades. Mercedes sowie auch Red Bull haben ein ordentliches Upgrade-Paket gebracht. Ferrari hat sich gedacht, ja, wir haben schon genug entwickelt bis jetzt. Erst nach der Sommerpause wieder, auch weiter hinten. Haas, Renault, Alfa Romeo und auch Williams richtig stark nach vorne entwickelt. Und wir haben im Prinzip fast überall ja schon weiterentwickelt. Wir werden hier mal ein bisschen was in die Strapazierfähigkeit investieren, was ebenfalls dann in Belgien alles kommen wird. Deswegen machen wir hier zwei verschiedene Upgrades rein. Ich würde sagen, wir können da ja mal auf die Komponenten gucken, die da ein bisschen viel abgenutzt werden. Und wir könnten eventuell noch eine Rivalität starten, und zwar mit Alex Albon. Ich glaube, das passt ganz gut. Und jetzt ab ins Rennen. Da wir in den Top 10 sind, haben wir keine freie Reifenwahl. Das heißt, wir haben eine suboptimale Reifenstrategie. Von Rot auf Weiß. Mal schauen, wie es läuft. Let's go. Sehr guter Rennstart tatsächlich mal. Und trotzdem starten die besser als ich. Ist ja etwas, was sich auch in 2020 dann durchgezogen hat, dass die KI immer so ein bisschen besser startet als man selbst. Aber hey, passt schon. Alright. Sieht gut aus. Was wir natürlich strategisch bedenken müssen, ist, dass sobald man in Runde 8 schon reingeht, oder sofern man in Runde 8 schon reingeht, man dann auch vielleicht irgendwo mitten im Feld wieder rauskommen könnte. Oh mein Gott, Alter. Uiuiui. Ich weiß nicht. Oh mein Gott, der ist. Was? Der ist so außen. What? Okay, da bin ich jetzt dezent überrascht, dass er das. Ja, lenkt doch nicht so rüber, Mensch. Also, dass er in dieser schnellen Linkskurve noch außen bleiben konnte, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, aber. Okay, krass. Ja. Crazy Startphase. Ein Mercedes wurde abgehängt hier nach dem Start. Ein Mercedes mit beiden Ferrari im Gepäck ist da vorne weggepusht. Ja, und ich bin ganz ehrlich, in Ungarn hoffe ich, primär P8 nach Hause holen zu können, weil gegen Perez habe ich hier, glaube ich, wenig Chancen. P8 holen wäre auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ja, der McLaren hinter mir wird jetzt wahrscheinlich durch erstmaliges ERS nutzen, die Chance haben zu überholen. Ich frage mal, was Perez für eine Zeit fährt mit meiner 1.20.5. Ihre Reifen sind 3 Runden alt. Wir vermuten, dass Sie noch einen Stopp haben. Letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 19,5. Runde um eine Sekunde zurück. Der ist eine Sekunde schneller, oh mein Gott. Ja gut. Passiert, ne? War eine Sekunde langsamer, aber ich kann mich vor dem McLaren halten. Und im Zweifel vielleicht Sergio ein bisschen Puffer verschaffen. Oh mein Gott! Oh. Hm. Okay. Mal gucken, ob das wirklich so ein Puffer wird oder nicht.
So, wir sind vorne geblieben, wenigstens das. Alter, aber ich habe das ganze Mittelfeld hinter mir. McLaren standet am Ende der Geraden. Aber ich kann vorne bleiben. Passt. Sehr gut. Und der McLaren überholt. No. Wir vermuten, dass sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 19,7. Ja, Perez in der Zwischenzeit wieder bei 19,7 angelangt. Während Sainz mich hier überholt. Ja. Mal schauen. Ich muss vielleicht meine Erwartungshaltung anpassen. Punkte wären natürlich schön. Weil die McLaren sind extrem flott gerade. Eieiei. Ja, okay, eine Runde später bin ich schon wieder nicht mal mehr im DRS-Fenster von Sainz. Während Norris jetzt rankommt. Also. Pace ist auf jeden Fall nicht da. Und jetzt ist Magnussen dran mit den Medium-Reifen, die wahrscheinlich jetzt besser sind als die Softs nach 6 Runden Abrieb plus Quali-Runde. Ah, schwieriges Szenario, aber ich muss irgendwie durchstehen. Oh, Magnussen. Kommt ran, okay, alles gut. Box. Norris darf, bevor Sainz darf. Wahrscheinlich, weil Sainz sowieso safe ist gegen mich. Oh, Alter. Okay, ich hatte keine Ahnung mehr, was für ein Orientierungspunkt man da zum Bremsen nehmen kann. Da sind 3 Leute von der Spitze auch schon reingegangen. Boah, und die werden auf jeden Fall aufgehalten werden. Also, vielleicht hilft das ja einem Sergio Perez dann ein bisschen weiter. Mal gucken. Okay, let's go. Wir haben Carlos Sainz leider keinen Deut einholen können. Aber Norris ist da direkt dran. Aber ich habe sehr viel Energie genutzt, damit wir eventuell halbwegs rankommen. Ich hatte die Hoffnung, dass Sainz eventuell hinter Norris rauskommt und ich eventuell jetzt davon profitieren kann und näher dran bin. Was auf jeden Fall jetzt heftig ist, ist, dass vorne... Oh, sorry! Alle im Verkehr sind, bis auf einen Ferrari, der dieses Rennen wahrscheinlich dann für sich entscheiden wird. Ansonsten die beiden Mercedes, beiden Red Bull, mein Teammate und der andere Ferrari. Die sind alle im Verkehr drin jetzt. Boah, da vorne wird jetzt gefightet. Robert Kubica gegen Lando Norris unter anderem jetzt. Und wir kommen auch wirklich jetzt an diese Gruppe ran, wo unglaublich viele Autos sind. Und ich habe gerade mal abgefragt, was Perez gefahren ist. Der ist in 1.23er Zeit gefahren. Also wir könnten jetzt durchaus auch enorm viel Zeit verlieren. Was problematisch ist, weil eventuell sind dann die Fahrzeuge, ja, die da jetzt gerade den einen Mercedes aufhalten, vor uns. Sobald die dann an der Box sind. Also sind dann immer noch vor uns vielleicht. Manöver gegen Kubica hat jetzt auf jeden Fall gut geklappt. Kann natürlich jetzt auch eine Chance sein, die beiden McLaren zu kriegen. Keine Ahnung, warum der Renault gerade so langsam ist, weil der hält da die McLaren wirklich extrem auf. Also vielleicht sind allgemein Autos auf Mediums jetzt gerade unfassbar langsam, weil Mediums jetzt auch ordentlich nachgelassen haben dürften. Boah, Perez zieht da ein Kwiat vorbei. Aber das kostet jetzt auf jeden Fall Zeit. Ich hoffe, dass wir dadurch nicht aus dem Punkterängen rausfallen und Nico Hülkenberg und Norris fighten und Norris könnte sich hier durchsetzen. Vielleicht auch nicht. Und nein, und Kubica könnte jetzt auch nochmal kontern. Oder auch nicht. Und ich werde jetzt auf jeden Fall auch Nico Hülkenberg angreifen, aber ich muss aufpassen. Könnte sein, dass er einen Flügelschaden hat. In Kurve 1 lag mal dann ein Flügelteil rum. Ja, der hat einen Flügelschaden. Sorry, Nico, da musste ich mal schnell vorbei. Weil das sind gerade super entscheidende Zeitenphasen, wie auch immer. Das ist gerade sehr, sehr wichtig, dass wir hier schnell vorbeikommen. Gut ist, dass der Mercedes da jetzt den Alfa Romeo und den Haas angreift. Das heißt, wir haben hier durchaus auch Zeitverlust da vorne durch die ganzen Fights. So, der Haas ist jetzt an der Box. Ein Toro Rosso weiter hinten ebenfalls. Das heißt, der hier vorne wird draußen bleiben. Und wir werden anhand des Haas abschätzen können, auch wo der Alfa Romeo rauskommt. Bitte lass beide hinter mir rauskommen. Nee. Der kommt sogar vor den McLaren raus oder neben einem der beiden McLaren. Es könnte sein, dass ich nicht mal Punkte hole. Das ist unangenehm. Gasti direkt hinter mir auf frischeren Harten.
Eine Runde später, gucken wir mal, wo der Alfa Romeo rauskommt. Boah. Der kommt auch da vorne irgendwo bei raus. Ja, nee. Also, mir fehlt hier leider jede Menge Pace. Ist okay, wenn es mal passiert, aber wir können hier, glaube ich, nicht viel mehr vom Rennen erwarten, was das Ergebnis angeht. Es sei denn, jetzt kommt noch ein Safety Car. Aber wir sind leider komplett unterlegen. Da geht wirklich nichts. Ich finde es krass, weil im Qualifying habe ich trotz Fehler ja die Pace von Perez gut mitgehen können. Klar auf 105, aber im Regelfall ist es ja so, im Renntrim performt man ja deutlich besser. Deswegen mache ich das ja auch mit Quali 5 Stufen runter. Ist ja auch ein Wunsch von euch. Das halt irgendwie halbwegs passt dann mit der Quali-Performance. Und auf 110 im Rennen ist man halt hier komplett hinterher. Ja, aber ist okay, ist okay. Ist ein Learning, nimmt man mit und wird schon besser irgendwann. Oh mein Gott, da vorne gibt es einen 3-Wide. Ja, Verstappen ist es. Der da gerade ein Problem mit dem Auto hat, was wir uns natürlich zum Nutze machen könnten, indem wir nicht nur Verstappen überholen, sondern vielleicht ja auch Norris oder Gasly oder so. Mal schauen, jetzt müssen wir auf jeden Fall die Phase nutzen, um zu pushen. Das ist Verstappen mit Problemen. Wenn noch ein Auto vor uns ein Problem hat, könnte das wieder Punkte geben. Und irgendein Alfa Romeo ist da gerade echt gut unterwegs. Knapp hinter unserem Teammate. Ja, Norris ist da schon vorbei. Ich muss 3 Plätze sogar gut machen für einen Punkt. No! Also, außer Verstappen müssen 2 Autos Probleme haben. Bitte kommt schon, Leute. Habt Probleme. Tut mir den Gefallen. Ich will einen Punkt. Gasly greift jetzt Verstappen an. Ah, da wird auch gegengehalten vom Red Bull. Ah. Die beiden Ex-Teamkollegen. Und Gasly hat aber jetzt keinen DRS. Wir sind auf jeden Fall deutlich schneller als Verstappen. Auch mit DRS bei ihm. Also, obwohl wir beide DRS haben, können wir trotzdem hier einen ordentlichen Topspeed-Vorteil rausziehen. Das Ding ist natürlich jetzt aber, an Gasly sind wir dadurch nicht dran gekommen. Dadurch, dass er jetzt halt überholt hat im dritten Sektor, konnte sich Gasly da gut verteidigen. Aber immerhin P12, auch wenn da jetzt ein Renault von hinten mächtig rangeschossen kommt. Also, ja, mal gucken. Ich gebe natürlich mein Bestes, ich pushe weiter. Ich werde hier nicht resignieren, aber ich glaube, es werden lange 14,5 Runden jetzt noch. Oh mein Gott, was war das denn? Alter Verwalter, ja, keine Chance. Da ging die Karre plötzlich quer. Damit wieder P13. Grüne Flagge. Ah, es gibt einen Defekt. Aber hinter mir, Antonio Giovinazzi wahrscheinlich. Schade. Den anderen Alfa Romeo hätte es gerne auch treffen können. Wobei, ich könnte denen die Punkte irgendein anderes Auto vor mir jetzt treffen können. Ah, und ein Safety Car wäre auch ganz nice gewesen. Gut ist, dass ich jetzt an Ricardo dranbleiben kann. Und wir können uns gerade beide wieder an den Toro Rosso ranfuttern, ranknabbern. Ranfuttern, genau. Ranknabbern. Okay, und das ist gut. Max Verstappen ist jetzt dran. Sie konnten das Problem wohl lösen. Den Anschluss zu Ricardo habe ich leider verloren. Ansonsten wären wir jetzt in der Gruppe bis P11 drin. Und dann hätten wir wirklich von dem Ausfall profitieren können. Vorausgesetzt, wir hätten Ricardo und Gasly noch überholen können. Aber die Pace fehlt. Heute ist einfach nicht der Tag, an dem wir punkten sollen. Schade. So, dann Leute. George Russell ist nochmal rangekommen. Kommt aber nicht vorbei. Jo, und das ist es gewesen. Ein Ungarnrennen, das für mich persönlich nicht so super gut lief. Aber ein Rennen, was es manchmal so gibt. Das war einfach nicht gut genug. Lass uns beim nächsten Mal eine Schippe drauflegen, okay? Das machen wir. Denn das nächste Rennen ist Belgien. Und Belgien und Monza kriegen wir echt immer ganz gut hin. Auch auf KI-Stufe 110 sollte das kein Problem sein. Für die Rennen danach würde ich eventuell überlegen, hier und da mal auf 108er nochmal runterzustellen. Oder die Saison so durchzufahren und dann einfach für F1 2020 auf 108 mal runterzustellen. Ja, einfach mal schauen. Weil ich merke das auch selbst, das Tryharden ist teilweise ein bisschen anstrengend. Und in dem Fall war das Rennen jetzt halt tendenziell recht dröge, wenn ich
Vierzehntel weniger verloren hätte pro Runde, wären das etwa 14 Sekunden gewesen. Dann wären wir da gut im Feld irgendwo bei Sainz Norris oder so gewesen. Das hätte gut gezündet. Gucken wir mal auf die Rangliste, werte Damen und Herren. Charles Leclerc hat gewonnen und ist nur noch 62 Punkte hinter Hamilton. Ich bin einen Punkt hinter Sergio Perez. Nur? Oh, er ist nur Sechster geworden. Krass, schade. Ja, ein Punkt hinter Sergio Perez. Red Bull konnte ein bisschen aufschließen. Ist jetzt 47 Punkte behind. Und Ferrari kommt auch überraschend daran an Mercedes tatsächlich mittlerweile. Also, die haben heute wieder mal ein paar Pünktchen aufgeholt. Drei Stück. Und damit würde ich sagen, werte Damen und Herren, ich hoffe, es hat viel Spaß. Wenn es so ist, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Gerne Abo raus, beim nächsten Video dabei sein. Bis demnächst.